So, reicht. Ja, willkommen zu einem Let's Play. Ja, ich habe jetzt hier ein bisschen was an der Sprachqualität verändert. Die sollte jetzt nicht mehr so scheiße sein wie vorher. Von daher machen wir einen kompletten Neubeginn und beginnen hier auch mit dem ursprünglichen Mario-Zeugs. Natürlich Player 1, also ein Spieler. Ja, ich bin Gorfel und ja, mal sehen, wie wir uns hier schlagen werden in einem klassischen Mario-Adventure, naja, das ist ein Jump'n'Run. Egal, ich rede Blödsinn, das ist aber auch egal. Also, ich werde es erst einmal ganz normal durchspielen, ohne jegliche ohne Röhren. Also, Abkürzung oben übers Level oder so. Sind okay. Ja. Prinzipiell jedenfalls. Manchmal verwirre ich mich gerade selber. Aber ist jetzt auch egal. So. 1-1 abgeschlossen. Ach ja, stimmt, Uhr starten. Ungefähr eine Minute oder zwei abziehen bisher. Genau. Also hier werde ich jetzt am Ende nicht die Röhren nehmen. So, ich hoffe, die Tonqualität ist diesmal in Ordnung. Also im Test war sie gerade einwandfrei. Man hat, Also mein bisheriges Problem war immer, dass man... dass man mich atmen gehört hat, richtig. Und zwar so, dass es nervig war. Jetzt habe ich mein Mikrofon ein klein wenig modifiziert. Also ich benutze immer noch dasselbe. Es ist etwas windig draußen und hat gerade irgendwas draußen gegen die Tür geklopft, weil irgendwas dagegen gefallen ist. Das hat mich gerade aus dem Konzept gebracht. Wo war ich? Also hier gehe ich jetzt nicht drauf, sozusagen. Ich gehe jetzt hier unten lang, weil da oben würde man jetzt in Welt 4 kommen, oder je nachdem, 2, 3, 4, je nachdem, wo man hin will halt. So. Ich bin schon wieder aus dem Konzept. Spielen und reden ist irgendwie seltsam. Aber es gehört nur mal zum Let's Play dazu. Es macht auch Spaß, aber ich bleibe irgendwie nicht bei der Sache. Zumindest bringe ich, glaube ich, keinen Satz so zu Ende, wie man ihn zu Ende bringen sollte. So. Ach ja, Mario-Level und Fahrstühle. Wie ich das immer geliebt habe. Denkst du? Vor allem, da man hier so eine rutschige Steuerung hat. Aber gut, das ist alles noch in Ordnung. Ich muss mich aber erstmal wieder dran gewöhnen. Toll. Ich dachte, hier bringt's mir irgendwas. Naja gut, ich sag mal so, die ersten Level gehen alle noch. Das ist, sollte nicht das Ding sein. Keine Ahnung. Richtig schwer wird es, glaube ich, erst ganz am Ende, wenn alle Hammerbrüder nacheinander kommen. Obwohl, Bowser-Level an sich sind auch scheiße. Zumindest, solange man hier sein Dings behält, kann man Bowser nachher abknallen, aber ansonsten muss man ja hinter ihn gelangen, um die Brücke kaputt zu machen. Gut, wenn man wenigstens noch einen Pilz hat, kann man auch einfach durchrennen. Das ist auch nicht das Ding. Naja, Flammen. So, jetzt müsste doch. Genau. So, jetzt müsste man ihn doch eigentlich. Ah, genau. Abknallen können. Und der ist sein Mini-Gumba geworden. Toll. Juhu, wir haben Todd befreit. Ach, die Prinzessin ist im anderen Gefängnis. Ach, Mario gibt sich auch mit dem Pilz zufrieden. Bück dich, Kleiner. Nee, Scherz. Mario macht doch nie was mit Todd. Zumindest. Nicht öffentlich. So. Ach ja, im ersten Level hätte es ja eigentlich noch... eine kleine Röhre unten gegeben. Die habe ich jetzt gar nicht genommen. Aber egal, da wäre eh nichts Wichtiges drin gewesen. Ja, manchmal für... Das war irgendwie schade. Eben, Kleister. Ach ja, wir werden dann sofort ganz klein. Das finde ich in den neuen Teilen irgendwie besser.
Da ist man nicht sofort winzig, sondern da hat man vorher noch eine Zwischenstufe. Jetzt muss ich aber aufpassen hier. So. Ja auch. Ist hier was drin? Nö. Toll. Aber da bestimmt. Nein. Ach, da oben in der Block, der sieht sehr verdächtig aus. Jetzt hätte mich beinahe der Gumba gekriegt. Ach, diese Trampoline, wie ich sie liebe. Gucken, ob ich das noch kann. Ja, und ja, passt. Die brauchen wir nachher, glaube ich, öfters mal. Und dann kommen auch, glaube ich, etwas schwierigere Passagen damit. Ja. Puh. Ach, Unterwasserlevel. Yo, I love it. Aber ich glaube, die sind nicht so lang. Hoffe ich mal. Irgendwie war das so, die Kraken konnten einen ganz am Boden nicht erwischen, wenn ich mich nicht irre. Genau. Können wir langlaufen. Gehen sie eigentlich immer in die Richtung? Nee. Ich hatte gedacht, die gehen immer in die Richtung, in die ich gucke. Tun sie doch, oder? Ja, irgendwie schon. Die irgendwie nicht. Zumindest nur teilweise. Ach. Ja, war klar. Das war sowas von klar. Okay. Aber wenn ich oben schnell rüber schwimme, geht das? Na komm. Die ist so doof. So, dann kommt bitte beide hierher. Kommt schon. Ich habe euch doch beide lieb. So, und jetzt aber. Genau. Noch mehr Kraken-Gedöns. Wo ist eine Qualle? Ne, ist eine Krake. Ja, ist eine Krake. Qualle sieht anders aus. Ja. Überall diese Viecher. Jetzt gehen wir ein bisschen spazieren. So. So. Es ist hier auch schon wieder so ein Saugstrudelzeugs. Egal. Ja. Genau. So. Passt. Wasserlevel auch geschafft. So. Habe jetzt, glaube ich, weniger geredet als im ersten Level. Ich musste mich etwas konzentrieren auf das Level unter Wasser. Ja. Achso, es ist schade, dass ich hier nicht direkt Luigi spielen kann. Ich spiele eigentlich immer lieber Luigi. Und diese komischen Dinger hasse ich. Also. Das eine knappe Aktion. Ach, ich. Damit müsste es aber auch schon geschafft sein. Genau. Das eine wäre fast ein Reinfall geworden. Aber ich habe zum Glück noch den Fisch erwischt. Glück gehabt. Echt Glück gehabt. Gut. Oh, wir sind ja schon wieder bei Bowser. Ja, es geht am Anfang noch relativ schnell, aber. Eine Feuerblume. Hopp. Nee. Ach, nee, nicht so ein Rätselschloss, oder? Ich glaube, die Rätselschlösser kamen da erst später. Dachte ich. Hier oben lang. Ja, aber es bringt mir nichts. Ja, ganz toll. So. Nun, komm, Bowser, ich knall dich wieder ab. Hui, diesmal ist er. Diesmal hat er einen Panzer. Nicht vorhin ein Goomba. Ich bin doch noch besser in diesen Mario-Spielen, als ich dachte. Ja, ja, ja. Wir haben zwei Pilze. Zwei Frauen wären ihm lieber, denke ich. Ich weiß ja nicht, worauf Mario so steht. Na,
So, jetzt. Ist hier was drin? Nö. Ich sollte vielleicht mal irgendwann mal die Röhren ausprobieren. Kommerzielle Fische? Sag nicht. Doch, nee. So, dann gucken wir mal hier rein. Oh, ein Stern. So, dann laufen wir mal. Hammerbrüder. Und. Haha. Na, jetzt endet's doch gleich. Hm? Ja. Ob ich das hinkriege mit dem. Nee. Es gibt ja auch diesen Trick mit diesem unendlichen Leben, aber irgendwie bin ich zu schlecht. Zumindest, ich glaube, es hätte fast geklappt, aber naja, egal. Wir brauchen es wahrscheinlich nicht, hoffe ich mal. Ich denke, wir schaffen es auch so. Zumindest bisher sieht es gut aus. So. Ne, gestorben bin ich noch nicht. Das ist schön. Das war dumm. Ich habe gerade überlegt, ob ich schon einmal gestorben bin, aber ich habe, soweit ich mich erinnere, noch keinen Unsinn gemacht. Das könnte aber in dieser Welt anfangen, oder in der nächsten, oder übernächsten. Ach, keine Ahnung, ich kann ja nicht hell sehen. Schade, dass es hier nicht jedes Mal ein Leben gibt, wie im ganz neuen Super Mario World. Oben ganz, also ganz oben die Fahne halt berührt. Sehr, sehr schade. So. Ja, und noch mehr Plattformen. Bringt mir das irgendwas? Nö. Nee. Ach ja, so eine Runterfallplattform. Ja. Brauche ich hier den Fahrstuhl? So. Ey. Jetzt stell dich nicht so dumm an, Mario. Schon wieder zu Ende. Die Level sind alle sehr, sehr kurz. Muss ich so mal feststellen. Da wären das nicht viele Parts von Mario, wenn alles so bleibt. Bin ich dumm gewesen. Hab ich mich dumm angestellt, Komm, hier ist es hier ein Pilz drin. Das Gute an den Bowser-Leveln, hier sind glaube ich keine Gegner. Nur diese Schranken, ja. So. Und natürlich Bowser. Ups, sorry. So, jetzt geht's wieder. Nerv doch nicht, Bowser. So, jetzt kommt wieder dieses Mistviech. Und jetzt. Ja, war klar. Okay. Oh, oh. Ja, passt. Ha, Bowser ist tot. Ja, die Prinzessin ist woanders, wie immer, war doch klar. Gut, ich denke, damit sehen wir uns im nächsten Part, Welt 4.1. Jetzt muss ich mal gucken, wo wir... Pause, genau. So, also, bis zum nächsten Mal, ich bin Gruffel, man sieht sich. Ciao.